Antonia und Isaac aus Sachsen. Und wir finden das hier sehr schön bei der Veranstaltung, dass die Paralympics-Athleten und Leichtathleten zusammen diesen Wettkampf bestreiten dürfen. Ich finde das vor allen Dingen auch sehr spannend, dazu zu schauen, wie sie auch im Rollstuhl und alles jetzt die 45 Meter machen. Und ich habe auch großen Respekt davor, dass sie sich hier auch so zeigen. Und es ist schön, dass es sowas gibt.